Hallo zusammen, herzlich willkommen bei For the King. Ein kleines Indie-Spielchen, was im Februar erschienen ist. So rundenstrategiebasierend. Und das Ganze kann man zu mehr Spielern, wie man hier sieht, schon, also drei zu dritt eben spielen. Lokal, wie auch Multiplayer oder sonst was, Koop. Und da habe ich mir den Blubs reingeholt, quasi. Hallo. Hallo, Blubs. Hallo. Ich müsste jetzt sagen, hey, magst du dich mal vorstellen? Hast du eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet oder so? Nee, hast du nicht. Gib's doch nein, zu. Nein, total unvorbereitet. Ganz, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, also Blubs kennt ihr wahrscheinlich jetzt aus den Videos her nicht, ist aber schon lange hier auf meinem Kanal schon Zuschauer sozusagen. Vielleicht kennt er dadurch eben Blubs auch schon in den Kommentaren. Und ich habe es schon in der anderen Aufnahme erwähnt, Blubs. Ich muss es nochmal sagen. Ich habe dich adoptiert. Oh. Ja, es war... Du gehörst zu mir. Oh. Oh. Wie mein Name. Hör auf. Okay, hören wir auf damit. Das ganze Spiel ist... Oder das Spiel ist noch im Early Access. Wir springen gerade auf der 1031. Ich weiß gar nicht... wie nennt man denn diesen Pixel-Look? Blubs, ich überlege schon die ganze Zeit, wie er heißt. Weißt du das? Ist das dieser... Ich suche hier gerade die sechs Ecken, aber das war... Nee, polygonal oder hexagonal? Ja, irgendwie so, glaube ich auch. So war es in der Art, ja. Gut. Auf jeden Fall, wir können jetzt erstmal unsere Charakter wählen. Und wir haben schon ein Testspiel gehabt, wo wir uns mal so ein bisschen reinfinden wollten. Genau, gibt noch so ein paar Charaktere, die können wir noch nicht auswählen. Ich bin der Hunter. Ich bin der schwarze Schmied oder die Schmiedin in dem Fall. Ja, Blubs ist diejenige, die draufhaut. So, Herr Kaller. Achso, das Spiel ist in Englisch. Wir versuchen euch das so gut es geht zu übersetzen oder beziehungsweise zusammenzufassen am Ende. Es ist relativ viel Text. Oh, guck mal, ein Rotenbart. Der ist auch schön. Rotenbart? Was nehme ich denn hier? Achso, ich bin der Host. Ich muss auch Player 3 spielen. Und das ist Bobby. Bobby hilft uns. Ich will nicht in den Chat. Hilfe. Hallo. Aber jetzt machen wir mal zu. Soll ich Bobby wieder als so ein Scholan machen? Ja, mach das. Das war eigentlich ganz gut, oder? Mhm, ich glaube auch. Wir können ja mal so ein bisschen die Klasseninfo gerade durchgehen, weil es ist relativ gut aufgebaut, also auch von den Klassen her, ne? Also die... Ich habe halt hier so einen Hunter, das ist so ganz typisch, ne? Mit einem Bogen, fängt an mit 8 Gold. Oh nein! Nein! Ich will nicht mehr Design! Nein! Was machst du da? Ich huste, das mache ich. Ist okay, ich nehme Jorle auch so. Bobby ist ein Scholar. Der hat ein Buch, kann eben dementsprechend auch zaubern. Ich kann es ja mal zeigen. Und trägt auch eine kleine Teleport-Scroll mit sich rum. Alter, diese Teleport-Scroll, die erinnert mich so richtig an so ganz alte Diablo-Sachen und sowas, ne? Dich nicht, mich schon. Bob, wie siehst du denn aus? Hast du irgendwie Vorzüge für Bob? Bobby! Blauer Bart? Oh, das sieht ein bisschen grau aus, oder? Es ist halt blau. Blau. Wir müssen uns schon ein bisschen hübsch machen. Wir hatten Bobby doch gerade grau. Weil wir sagten so, der alte... Oh, ja. Oder warte. Yeah. Oder hier. Boah. Das wäre doch perfekt für unseren Bobby. Ich hab da kein Problem mit. Du kannst es gerne tun. Ach so ist das? Gut. Oh Gott. Oh ja. Naja, so grün ist auch nicht so. Was hältst du davon? Graue Maus. Unscheinbar. Du hast es so gewollt.
Ja, mach lila, das ist nicht ganz so penetrant wie das rosa. Ey, du hast du jetzt schon ready geklinkt? Nee. Ich wollte gerade sagen, weil du bist ja auch gerade noch ein Scholar, ne? Ach so, ja, weil ich die Klasseninfo einfach mal mit durchgegangen bin. Ach so, ja, das ist, ich dachte, das wäre mal vorteilhaft. So. Aber, ja, es schlägt ja einen denn schon. Ja, also Bobby als Scholar, das ist quasi die Magierrolle, ne? Ja, so ein bisschen. Wenn der jetzt schon lila ist, dann kriegt er auch einen grünen Bart. Nee, Komplementärkontrast, gelb. Bobby ist ready. Bobby ist ready. Es ist vorbei, ich habe eingeloggt. Deal with it. Oh, shit, Moment, ich muss ganz schnell hier meine Blacksmithin und dann, okay. Ready. Ja. Oh, du hast sie gar nicht angepasst. Doch, okay. Doch. Okay, pass auf. Also, the brink of chaos. Good King Bronner has been slain. The once peaceful kingdom of Farul is being corrupted by wild chaos energy and ravaged by monsters and bandits. The grieving Queen Rosamond has called for Farul's ordinary citizen to search the land for the king's murderer and the source of the chaos energy. Also, der König ist quasi gestorben, ne? Und wir sollen jetzt das aufdecken und haben halt eben Anarchie im Land und eben die ganze Chaos-Energie. Ja. The tale now begins in the Guardian Forest, where there have been rumors of suspicious activity. Ich muss husten. Lies mal weiter. And sinister strangers in the woods. Three would-be heroes meet in Orton to begin their quest. Ja, also wir werden in Orton, einer kleinen Ortschaft, starten. Wir sind sozusagen would-be, also auserkorene Helden. Noch sind wir keine, aber wir werden es sein. Mhm. Ich glaube, wir können weiter, oder? Oh, mir ist das Trinken ausgegangen, ne? Wir haben so gespielt vorher. Und jetzt hatte ich nichts, womit ich mir mal meine Kehle kühlen konnte. Ich hab noch gesagt, mach dir einen Kaffee, aber... Ja, das stimmt. So. Rosamond, die Queen von Farul. First the wizard Wexor vanished, then my own husband was slain in his palace. You may be the last hope of Farul. Okay, wir sind halt die letzte Hoffnung. Seek out Hildebrand. Ich muss mit dem Namen immer noch lachen. In Woodsmoke, you will be told how best the aid of efforts. Your quest has begun. You must complete it within 14 rounds. Otherwise, our kingdom will be consumed by chaos. Okay, also wir haben 14 Runden. Es gibt so eine Art Tag-Nacht-Zyklus. Wir haben den Nachtzyklus schon kennengelernt. Der ist nicht gut. Wir mögen den nicht. Der ist. Und man hat eben nur 14 Tage Zeit. Gut. Die Party-Quest. Wir sollen halt nach Woodsmoke, die erste Quest. Und da erscheinen schon die ersten Viecher auf der Karte. So, jetzt passt auf, ihr Lieben. Es wird immer jede Runde für jeden Charakter wird ausgewürfelt, wie viele Schritte er gehen kann. In unserem Fall, wir haben jetzt alles gewonnen. Wir dürfen 5 Punkte laufen. Und jetzt ist die Frage bloß, soll ich mich gleich nach Woodsmoke begeben? Passt das mit den 5? Ich werde direkt da. Mhm. Ja, mach das mal. Okay, pass auf. Ich laufe. Oh. Ein was? In Davius Enchanter. Oh, das hatten wir gerade noch nicht. Nee, vor allen Dingen, es steht immer drüber, was er eigentlich für ein Level hat, ne? Das ist jetzt so durchgestrichen und bei mir steht noch SDR No Focus. Wunderbar. Nee, das ist ja jetzt auch kein Gegner so an sich, ne? Das ist, ja, ich verstehe. Du kannst irgendwie mit dem spielen. Okay. I have a game for you, Traveler. Ach ja, okay. He lacks an empathy, caring only for testing people in twisted games of his own creation. Alles klar. Zu 38% passiert nichts in meinem Fall. Tja, zu 4, also 4, ich krieg 4 XP bei 25% und es ist alles doof. Ich sag mal, okay. Ja!
Ich habe 4 XP gewonnen. Du, ich wollte auch gerade sagen, du hattest 0 XP. Also hättest du was verloren, wäre es eh egal gewesen. Da hast du vollkommen recht, Blubs. Daran habe ich gar nicht gedacht. Siehst du mal. Wir können mal ganz kurz vorstellen, was die ganzen Zahlen hier unten bedeuten. Also wir haben zum einen die blaue Zahl hier links am Rand. Das ist einfach die Armor, ne? Also die Rüstung, die man trägt. Darunter die Resistenz, also für magischen Schaden, eben also Armor physisch und die Resistenzen für magisch. Dann Evasion, also die Ausweich, ja, Bewegung. Darin bin ich schon gar nicht so schlecht, weil ich bin ja in der Hunter-Klasse. Aber dafür mache ich auch nicht so viel Schaden, nur 6 Damage. Wir haben noch allerlei Kräuter so im Rucksack, kümmert euch erstmal nicht darum. Und wir haben auch ein Inventar. Blubs, gehst du artig mit mir mit gerade? Ja, ich gehe artig mit dir mit. Sehr gut. Oder sagen wir mal, es gibt auch Rüstungsteile, ne? Also die wir dann aufsammeln können. Oder auch eben, ich habe jetzt nur so einen lausigen Hunting Bow, ne? Ich weiß nicht, was du hast. Ich glaube, so eine Keule, ne? Ich habe so eine Keule, die ist halt nicht im Inventar, sondern weil ich habe sie ja schon ausgerüstet. Mhm. Und auch das findet man oder erbeutet man von Gegnern. Ich hatte letztens eben auch so einen tollen Hut mir mal gefunden. Also. Aber die Gegner, also in den Combats, die Gegner können uns halt auch unsere Waffen stehlen oder sie kann halt auch kaputt gehen. Also das ist ja kein Item, was ewig hält. Ja, das ist richtig. Obwohl mein Bogen irgendwie lange gehalten hat, aber ich hoffe, der zerbricht auch einfach nicht. ja, und Bob muss ich halt gleich noch mitspielen. Ich renne jetzt erstmal nach Woodsmoke hier rein. Hildebrand, Jobhard. Hildebrand ist nämlich ein Mann, deswegen muss ich immer so lachen. Always good to see new faces join the quest. I'm Hildebrand, the Queen's agent overseeing things in the Guardian Forest. Things are bad here. Really bad. Hast du gut gemacht. Okay, achso, ich muss ja weiterklicken. Ja, du. Ja, Host. All signs point to some evil folk hatching a plot underground. The deepest caves in the region are accessed through the glittering mines, but they've recently been sealed with dark magic. Ja, also es gibt so ein, die Glittering Mines, also da müssen wir dann früher oder später eben auch rein. Das sind so extra Spezialgebiete, sag ich mal. Da sollte man gut ausgerüstet reingehen. Der Böse. Und er hat ja schon vorher gesagt, also things are really, really bad here. Also es wird halt immer schlimmer hier in dem Land. Okay. My sources have spotted a strange contraption here in the Guardian Forest. Go investigate it. I think it's our best lead. Okay. Weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Wie hieß das nochmal, was da appeared ist, hier aufgetaucht? Weißt du das noch, Blubs? Da steht unten Cult Device in the Guardian Forest. Ach so, ja, stimmt. Cult. Mhm. Ja, doch, das stimmt. Ja, hast recht. Ich glaube, wir hatten Bobby dahin geschickt. Ja, ja, ne? Bobby macht immer den ganzen Scheiß. Er muss dann. Bobby hat dann ein bisschen mehr Fokus, also Sonderpunkte bekommen. Ja, und das ist jetzt das, was hier über unseren Köpfen ist. Und ich habe 4 Punkte, Blubs auch, und Bobby hat schon 5. Das sind besondere Punkte, die wir jetzt nicht verbrauchen, um zu laufen zum Beispiel, aber eben um im Kampf eben irgendwelche Fähigkeiten einzusetzen oder sowas. Die kann man auffrischen und die können auch erweitert werden. Also genau. So weit wissen wir das jedenfalls. Achso, ich muss auch hier einmal sagen, ja. Weiter. Und die Wahrscheinlichkeit, dass zum Beispiel eine Aktion erfolgreich ist, kann man durch das Einsetzen der Fokuspunkte eben erhöhen. Genau, richtig. Ja. Ich befinde mich ja jetzt schon in Woodsmoke und in diesen Dörfern kann man allerlei Sachen machen. Ich gehe jetzt mal ganz kurz durch. Service, ich weiß, Blubs, du siehst das jetzt gerade nicht. Nee. Das ist etwas, was jetzt nur bei mir auf meinem Bildschirm passiert. Es gibt sowas wie einen Healer hier, ne? Wie man es so eben kennt. Oder auch eben Blessing, der sich von Flüchen befreit. Also es ist auch interessant, dass es eben sowas gibt wie Flüche. Wir haben auch ein Questboard. Soll ich dir mal sagen, was wir haben? Ja. Einmal Bounty, dann nochmal Bounty und einmal Retrieval. Also, wir sollen einmal Banditen töten. Das ist das eine. Ups. Das andere wäre Kill the Beast Man in the Guardian Forest. Ich meine, da müssten wir eh irgendwann hin. Oder bei Retrieval müssen wir eine Box aufsammeln.
from the Sanctum of Blood and deliver it in Joniburg, wo auch immer die ist. Soll ich mal das zweite mitnehmen, wegen dem Guardian Forest? Ja, mach mal. Wir kriegen auch 24 Gold dafür. Jeder von uns, oder? Das weiß ich nicht. Ach, da hinten, jetzt ist es markiert, ja, ne? Ja, das hat sich da hinten gerade aufgedeckt. Okay, kill the beast man in the Guardian Forest. Die Karte ist auch immer prozentual generiert, ne? Also wir kennen die nicht. Die ist wirklich, Tatsache, immer anders. Mhm. Auch eine wirklich schöne Sache. So. Du darfst jetzt laufen. Drei Schritte hast du. Ja, es wird jedes Mal, wenn man dran ist, sozusagen ausgewürfelt, wie viele Schritte man oder Gehpunkte man hat. Also zwei sind sicher. Bis zu fünf ist möglich. Ich habe jetzt leider nur drei. Ich habe eine Idee. Willst du nicht mit Bobby zu dem Beastman da nach oben gehen und ich gehe dann gleich mit meinem Hunter zum Kultstätte, weil ich schon da unten bin? Das macht tatsächlich Sinn. Ich hoffe mal, ja, ne? dass ich mit Bobby das alleine wuppe, ne? Ich hoffe doch. Ich schicke ihn dir. Ich gehe mit dir. Okay. Believing in me. Auf dem Weg dahin ist auch noch so ein... So ein Vogel. So ein Stein. Ja, aber. Kannst du. Ja, dann nimm das auch mit. Also, es gibt hier so allerlei. Hier ist zum Beispiel so eine Hero-Statue. Die machen alle unterschiedliche Sachen, ihr Lieben. Wovon wir noch gar nicht so genau wissen, was passiert. Bobby darf viel laufen. Mhm. Okay, dann setze ich mich mal vor den Stein. Und jetzt bin ich wieder dran. Oh! Ich habe alle fünf. Damit bin ich dann auch beim Kult-Device. Ja. Okay, dann laufe ich mal. Perfekt. The mysteries of Farul are seemingly endless. You have stumbled upon dark cave. Okay, jetzt ist hier so eine Mine aufgegangen. Das ist halt wieder so ein Special-Gebiet, ne? Da müssten wir halt alle drei rein. Kann ich jetzt nicht aber hier rein? Doch. Ja, Tatsache. The strange mechanism looks just wrong. You feel compelled to dismantle it. Also hier steht schon wieder, was man bekommen könnte. Das sind halt immer Wahrscheinlichkeiten, die dafür sorgen. Plus 5 Damage, plus 10 Damage, plus 1 Chaos. Success, okay, ich... Oh. Aua. Dieser Stein hat mich gepiekst. Klingt, du kannst Kenyo. Dreckstein. Böser Stein. Wow, 5 Punkte für... Du kommst ja jetzt hier hin, zu dem Stone. Ja, genau. Zu dem Stone gehe ich jetzt erstmal hin. Das sieht so aus, als könnte man da Health irgendwie kriegen oder so. Okay, Sanctum of Life. Also hier, genau, da kann ich quasi die volle Heilung bekommen. Ich bin ja jetzt aber nicht angedutscht. Plus 10 Maximum Health, das ist immer gut. Und Gesundheitsregeneration. Deswegen werde ich mal devote. Ich werde ihn anbeten. Yeah. I beg you, help me heal this world. Okay. So, und jetzt habe ich noch 3 Punkte, aber ich will jetzt nicht so alleine zu dem Affen. Du kannst aber schon ein Feld, kannst du davor hingehen. Ja, ne? Ja. Genau, Bobby kann ja jetzt gleich mal... Ich follow. Mir fällt gerade auf, dass ich Bobby echt lila gemacht habe, ne? Das ist schrecklich. Ach, ich finde es nicht so schrecklich. Ach, guck mal, das habe ich gar nicht gesehen. Unten bei unseren Figuren wird immer angezeigt, was für Farben wir auch genommen haben. Du hast ja blau genommen, ich grün und Bobby ist lila. Das nächste Mal. Du musst noch einen Turn machen. Oh, guck mal, siehst du das? Achso, oh, Intern. Ja, was denn? Ich habe jetzt rechts oben ein Herz bei mir. Weil ich das Herz angebetet habe, diesen Herzstein. Ja, ich merk schon. Ah. Oh, ich komme mal mit. Soll ich den gleich mal angreifen? Ja, mach mal. Okay. Beastman Camp. Er ist Level 0, aber hat Enemy Swarm. Das heißt, sie sind zu mehreren. Jetzt ist das bei mir auch hier. Glaubst jetzt ich das auch. Wir kämpfen. Ne? Natürlich. Alles klar. Ich bin ausgewichen. Der hat mir einen Fokus geklaut. Wir haben noch nie einen Hund gehabt. Nee. Hier oben sind sie halt eingezeichnet, ne? Also ihr seht das schon. Und was hat Quest Objective? Ach so, weil ja stimmt, das sind ja die wir töten sollen. Manchmal stehen ja noch andere Symbole drunter, dann sind die immun gegen sonst was, ne? Da muss man immer so ein bisschen Auge drauf haben. Ich mache jetzt erstmal Search, das ist die normale Attacke, sag ich mal. Pam! Und es wurde auch perfekt gewürfelt.
Alter, der hat aber auch perfekt getroffen. Voll ins Gesicht. Ich blute auch noch. Ich blute. Tatsache. Wie scheiße ist das denn? Ja, ne? Ihr Schweine! Also ich habe hier, man kann hier fliehen natürlich, man kann taunt, was ist das? Abwehren. So, 10 Schaden kann ich machen. Ich versuche mal jetzt einen auf den zu machen. Nee, dann auf den, guck mal, der Beast Warrior ganz links, der hat genau 10. Wenn du triffst, dann ist er weg. Ah, sehr gut. Nee, nicht ganz. Aber nicht ganz. Da wurde einer zu wenig gewürfelt, macht aber nichts. Ah, das kriegen wir hin. Hey! Blödes. Hund. Okay. Was ich noch habe, also, oder was Bobby hier hat, ist noch so eine AOE-Attacke. Eine Area Blast. Macht aber nicht sehr viel Damage. 3. Damit wäre der Hund weg, aber es bringt auch nicht so viel, ne? Komm, ich mache erstmal so. Ja, super. Ausgewichen hier. Ich mache ihn erstmal so. Ich habe nur noch 15 Leben, ne? Ich wollte gerade sagen. Was? Das Bluten, hast du das gesehen? Das macht minus 6 HP. Oh, scheiße. Bin gleich Kapaiser hier. Oh, ja, wir. So einen 10, weg. 10 Damage, ja, ich mache jetzt einen weg. Mach mal einen weg jetzt. Mache einen weg. Los, hau weg die Scheiße. Man Warrior da weg. Ja, auch noch perfekt hier. Wiff? Was heißt denn Wiff? Sag mal, jetzt kann man nämlich mal gucken, was wir hier noch im Gepäck haben. Pflanzen. Replenish some health. Die Godsbird. Ach ja, stimmt. Das ist so eine Art kleine Heilungspflanze. Und die Golden Rod bringt Fokus zurück. Aber wir haben ja noch voll. Ich benutze mal health. Weil mit dem nächsten Bluten bin ich vielleicht tot. Altes Schweinenase. Ey, wie sie auch immer alle auf Bobby gehen, ne? Hat voll was gebracht, ne? Ey, Timberwolf, stirb jetzt! Yay! Yeah. Okay, dann ist ja klar. Du, ich brauch mal einen Stöpsel. Ich lauf aus. Aua! Du, Bobby ist gleich tot, ne? Ja, Bobby kann's jetzt aber zu Ende machen, oder? Kannst du mir mal deine Pflanze geben? Tauschen kann man nämlich auch untereinander. Ja, ich mach ihn tot. Nicht bitte nicht, oh Gott. Ah, gut, dass er auf mich geht und nicht auf Bobby. Das ist ja echt so ein Herz. Das Inventar, das muss ich nachher machen. Das, Okay. Dankeschön. So. Bam. So, und jetzt kriegt man noch ein Reward, ne? Quest complete. Oh, wir haben ja, stimmt, wir haben das Gold bekommen, ne? Okay, ja, ich collecte mal. Oh, und ein Helm gibt's hier. Armor und Resistance. Das wäre für Bobby gar nicht schlecht, obwohl für dich eigentlich besser. Soll ich das trotzdem nehmen? Also ja, equippen? aber ja, ich würd's machen, weil Bobby hat ja nicht so viel Widerstandsfähigkeit, ne? Okay. Using Herb to believe. Okay. Guck mal, jetzt hat er schon den Helm auf. Ich finde das immer so sweet. Oh. Passt nicht zum anderen Outfit, aber das ist nicht. Das macht nichts. So, und ich habe jetzt hier noch eine Pflanze, die hebt Vergiftungserscheinungen auf. Sehr gut. So, complete. So, ich glaube, Bobby schwingt mal kurz den Hintern in so eine Stadt zurück. Okay. Sonst hätte ich jetzt Bobby auch mein Pflänzchen gegeben, aber. Ja, das Sanctum of Life ist claimed bei Blubskugel. Ja, ja. Ja, ja, ich sehe schon. Was? Wegen dem Stein da oben. Achso. Oh, was ist er denn hier? Ein Warbier, Alter. Wo soll ich denn jetzt hin? Was müssen wir denn machen? Cult Device, The Guardian Forest. Sag mal, wieso hast du nur eigentlich das ganze Gold gekriegt? Du musstest mal in der Stadt. Warte mal. Ich kann mal ein bisschen shoppen gehen. Ja, ja. Wir haben nämlich schon gemerkt, es ist wirklich sinnvoll, die Kräuter zu kaufen. Aber du, die Cult Device, den haben wir jetzt irgendwie noch nicht abgeschlossen, ne? Das what? Den Quest haben wir noch nicht abgeschlossen. Doch, müssten wir. Ach so. Aber was haben wir doch gemacht? Ich war doch da. Aber ich habe. Ach so, die Cave ist doch ausgegangen, oder? Na, ich glaube, der Marker ist nicht direkt auf der Cave. Okay. Ich würde dann sagen, ich gehe Richtung Orten, weil dann kann ich für das Gold ein paar Pflanzen einkaufen, oder? Ja. Ja, ja, ja. Ups. Oh oh. Beastman Warrior. Ja, also wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dass er alleine ist, könnte ich das ja noch versuchen. Ja, auf null, weiß ich nicht, dann probier es.
Au! Ja. Und wieso Alter, dürfen... du bist stunned. Das ist fies, das wirft dich in der Reihe nach oben, also durcheinander. Ja, und warum durften die schon anfangen, die miese Peter hier? Okay, wenn ich Glück habe, dann habe ich den Raben nämlich weg. Combat Timeline. Ah, fast. Tja. Jetzt er dran. Jetzt. Der ist nochmal vor dir dran, ne? Rabe kommt nochmal vor dir. Fies. Ey, der hat Alter, mir... was? Was hat er dir geklaut? Irgendwas? Doch, irgendwas hat er geklaut. Ey, hau das Ding weg jetzt. Aber er, ja, muss... Na, ich mein, ja, du kriegst ihn nicht mit einmal weg und dann greifen sie sich wieder weiter an. Nee, nee, ich mach mal die Shockwave dann. Ich glaube, wir werden schon unseren ersten Tod hier erleben. Au, oh Gott. Voll aus dem Latschen gekippt. Wolltest du gerade fliegen? Nee, so, jetzt muss ich den erstmal aber jetzt hier wegmachen. Weg mit dir, Lüsvi. So. Wenn der dich jetzt trifft, ne? Alter, der hat 4 gehabt, ne? Hättest du nicht gedodged, dann wärst du jetzt weg. Ich setze jetzt mal einen Fokus ein, dann habe ich nämlich eine höhere Chance, dass das besser wird. Genau, 86 und vielleicht... Ja! Oh oh, aber vielleicht hättest du eher ein Kraut nehmen sollen. Ja, vielleicht hättest du eher das Kraut. Blups ist gestorben. Oh Gott. Ja, und deswegen ist der Stein jetzt... Kapp-Heißer. Kann ich den jetzt eigentlich benutzen? Nee, der ist kaputt. Ah, schön. Ah, das war lieben, ja gar nicht. Ihr Lieben, wir machen jetzt erstmal Schluss. Wie es Tatsache weitergeht, wenn man hier stirbt in For the King, das seht ihr das nächste Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.